Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Lokal TV, Ihrem Magazin aus Haltern und Dülmen. Wir haben folgende Themen für Sie: Flüchtlingsunterbringung in Dülmen. Viele Menschen aus der Ukraine kommen nach Deutschland. Sie suchen eine sichere Bleibe. In den meisten Städten, so auch in Dülmen, nimmt die Zahl der Unterbringungsmöglichkeiten dadurch immer mehr ab. Durch den Krieg in der Ukraine verlassen immer mehr Flüchtlinge ihre Heimat. Viele kommen nach Deutschland. Sie suchen eine sichere Bleibe. In den meisten Städten, so auch in Dülmen, nimmt die Zahl an Unterbringungsmöglichkeiten dadurch immer weiter ab. Denn wöchentlich werden weitere Flüchtlinge vom Land zugewiesen. Containersiedlungen entstehen. Die Stadt Dülmen ist jetzt dabei, auf dem ehemaligen Kasernengelände weitere Unterkünfte einzurichten. Hier am Standort Letterhausstraße schaffen wir halt Unterbringungskapazitäten für 60 weitere geflüchtete Menschen aus der Ukraine. Das ist quasi jetzt eine weitere Reserve zusätzlich zu den Unterbringungskapazitäten, die wir bereits 2022 geschaffen haben, in der Tower School, in Kloster Hamikold und am Parkplatz am Hüttendiek. Genau, die Container haben natürlich Wasser-Stromanschluss und werden elektrisch beheizt, ganz klar. Jetzt gerade in den Wintermonaten geht es nicht ohne. Ein Blick ins Innere. In den nächsten Wochen soll die Inneneinrichtung geliefert und installiert werden. André Siemes erinnert sich an den Beginn der Flüchtlingswelle im letzten Jahr. Also im vergangenen Jahr, 2022, sind rund 680 Personen aus der Ukraine hier untergekommen. Gerade in den Anfangsmonaten viel in angemieteten privaten Wohnungen. Zudem haben viele Dülmnerinnen und Dülmner uns mit riesigem Engagement unterstützt und haben Personen aufgenommen. Das hat uns gerade in den Anfangsmonaten unglaublich geholfen, weil wir dadurch die Möglichkeit hatten, halt zusätzliche Kapazitäten zu schaffen. Am Hüttendiek, in Kloster Hamikold und auch in der Tower School und jetzt eben halt auch hier an der Letterhausstraße. Wir fahren zum Hüttenweg. Hier stehen bezugsfertige Container zur Verfügung. Diese werden auch kurzfristig bezogen werden. Daniel Alfschnieder kümmert sich darum, dass alle Vorbereitungen bis zum Einzug abgeschlossen sind. Erstmal ist der Großteil natürlich froh und dankbar darüber, hier aufgenommen zu werden, dass man aus den Kriegsgebieten rauskommt. Und nach wenigen Tagen obliegt natürlich dann auch vielfach die Angst um die Personen in den Heimatländern, sodass da erstmal die Obdachlosigkeit behoben werden kann, dass wir da niemanden auf der Straße sitzen haben. Und das ist für die Personen wirklich hilfreich und sind sehr dankbar darüber. Das Land NRW beteiligt sich entsprechend dem Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW mit 875 Euro pro Kopf und pro Monat, solange noch kein Aufenthaltstitel erteilt worden ist. Und das trägt zu einem gewissen Teil dazu bei, dass die laufenden Kosten getragen werden. Die Verantwortlichen hoffen, dass sich die Situation in der Ukraine sehr bald bessern wird, denn die Kapazitäten für die Unterbringung von Geflüchteten sind begrenzt. Bisher müssen wir nicht auf Turnhallen zurückgreifen. Das ist auch oberste Maxime und oberstes Gebot für uns, dass wir alles daran setzen wollen, das halt zu vermeiden. Zusätzlich zu den Menschen, die aus der Ukraine zu uns gekommen sind, haben wir weitere 120 Zuweisungen von Menschen aus anderen Nationen bekommen. Die Zuweisungszahlen sind nach wie vor hoch und bringen uns als Kommune halt auch schon an den Rand unserer Kapazitäten. Umfrage. Vorsätze für 2023. 19 Tage ist es her, seit der Jahreswechsel passiert ist. Für die meisten Menschen sind die gefassten Vorsätze schon Schnee von gestern. Bringt sowieso nichts, so die Meinung. Wir fragen nach. Das Jahr 2023 ist erst 19 Tage alt. Für die meisten Menschen bestimmt der Alltag wieder den üblichen Tagesablauf. Gute Vorsätze der Silvesternacht geraten in den Hintergrund und verblassen. Haben Sie sich was vorgenommen für dieses Jahr? Nö, nichts. Noch nicht? Nichts. Nö. Danke. Wir nehmen uns das ganze Jahr mal was vor. Weil das bringt nichts, das im neuen Jahr vorzunehmen. Keine. Machen wir nicht mehr. Lohnt sich nicht. Die werden sowieso am 5. Januar gebrochen. Ich habe mir gar nichts vorgenommen. Meine Mutti liegt hier im Altenheim. Wird 101. Und ich besuche dich, ich komme aus Frankfurt. Nee, eigentlich nicht. Nee. Kann alles so bleiben, wie es ist, und ich bin zufrieden. Lohnt sich nicht. Gesunder werden. Genau. Einige haben sich durch Vorsätze gesundheitliche Laster abgewöhnt. Nee, ein bisschen abnehmen, das nehme ich mir schon seit einem halben Jahr vor.
Und das klappt manchmal, und manchmal klappt es nicht. Andere möchten ihre Zeit positiver gestalten und nach Corona wieder andere Länder kennenlernen. Weniger arbeiten, Gesundheit und mehr genießen, ist der Befehl meiner Frau. Bei mir ist immer das Thema viel Sport machen ein Thema. Und ja, eigentlich so jedes Jahr starten wir ins neue Jahr mit, man könnte doch noch mal ein bisschen mehr vor die Tür gehen, man könnte noch mal ein bisschen sich mehr bewegen und vielleicht mal was Neues ausprobieren, also eine neue Sportart ausprobieren, mal was Neues austesten und einfach mal einen neuen Fokus setzen fürs neue Jahr. Das ist so, ja, das Hauptsächliche. Ja, wir fahren in Urlaub von Caritas nach Norderney und da freuen wir uns. Wow, Gesundheit, das ist das Allerwichtigste für mich. Alles andere ist uninteressant, muss ich ganz ehrlich sagen. Dass wir einfach weiterhin gut zu Fuß sind, das ist schon wichtig. Sonst natürlich war auch der Krieg in der Ukraine ein Thema für viele Bürgerinnen und Bürger. Viel Frieden und Liebe. Spiridon Seelauf. Rund 425 Läuferinnen und Läufer hatten sich angemeldet und warteten an der Stadtmühle ungeduldig auf den Start. Dann ging es rund um den Halterner Stausee. 10.000 Meter lang war die Strecke. Rund um den Halterner See ging es am Samstag. Etwa 425 Läuferinnen und Läufer hatten sich angemeldet und warteten an der Stadtmühle ungeduldig auf den Start. Moderator Markus Schenk gab wichtige Hinweise, unter anderem zur Anbringung des Transponders für die elektronische Zeiterfassung. Wir hatten 418 Voranmeldungen und ich habe gehört, aktuelle Zahl 425 Starter. Start und Ziel sind dieses Jahr an der Stadtmühle hier in Haltern am See, denn die Seestarthalle wird ja von Flüchtlingen im Moment gebraucht. Genau, deshalb mussten wir ein bisschen Start und Ziel verlegen. Ist ganz schön, weil Start und Ziel jetzt ganz nah beieinander liegen. Die Strecke haben wir ein bisschen verändert. Genau, das ergab sich jetzt einfach durch diese Umlegung. Wir haben einen kleinen Schlenker im Wald eingebaut. Dafür muss man keine Schlaufe mehr im Wupp laufen. Ich denke, keine Verschlechterung auf jeden Fall. Neben Spiridon waren auch Mitglieder des DRK Haltern und des Technischen Hilfswerks vor Ort beteiligt. Der Aufwand war groß. Ja, wir sind im Herbst gestartet damit. Und also gut, die Pionierarbeit wurde ja geleistet schon vor Jahren eigentlich, als wir begonnen haben mit dem Seelauf. Aber jetzt war einfach nochmal viel Neues durch den neuen Start- und Zielpunkt. Ne? Da musste die Strecke neu vermessen werden. Also Planungen steigen wir immer so im Herbst irgendwann ein. Und ja, der Feinschliff kommt so die letzten zwei Wochen, würde ich sagen. Dann sind wir gut eingespannt. Startgebühr beträgt 10 Euro. Und 2 Euro Pfand für den Transponder müssen hinterlegt werden für die elektronische Zeiterfassung. Schließlich war es soweit. Bürgermeister Andreas Stegemann startete den Lauf. Heute hat es bei mir auch nicht zum Mitlaufen gereicht, sondern nur zur Eröffnung. Aber auch das war eine schöne Sache und das ist ja eine tolle Sache. Wir sind eine Sportstadt und wir haben hier einen traditionellen Seelauf und die Organisation von Spiridon, die haben mich angefragt und habe gesagt, ja, mache ich natürlich gerne. Bei Sportveranstaltungen bin ich gerne dabei und bei so einer schönen Veranstaltung sowieso. Vom Start ging es über den Karl-Hohmann-Weg zum Stockwieser Damm. Dann durch den Wald in Richtung Seehof. Entlang der Hullerner Straße führte die 10 Kilometer lange Strecke durch den Westuferpark zurück zur Stadtmühle. Weil dieses Jahr ist auch jeder beschilderte Kilometer mit einem Motivationsspruch versehen. So, jetzt umdrehen wäre auch blöd bei Kilometer 5 zum Beispiel, um die Läufer ein bisschen bei Laune zu halten. Mit Spannung wurden am Ziel die ersten Läufer erwartet. Mit 35 Minuten und 13 Sekunden erreichte bei den Männern Phil Lebenbach von der Laufgruppe Rhein-Wied als erster das Ziel. Gefolgt von Matthias Ammonait aus Dorsten und Ludger Schröder von der Laufgruppe Deiringsen in einer Zeit von 36 Minuten und 20 Sekunden. Als erste Frau erreichte Hanna Rösing aus Haltern am See mit 41 Minuten und 24 Sekunden ebenfalls das Ziel. Die Erstplatzierten erhielten Urkunden und Sachpreise, unter anderem Handtücher und Gutscheine für den Kletterwald. Und dann gibt es Sachpreise. Also ich weiß, dass es bedruckte Handtücher dieses Jahr gibt auf jeden Fall. Genau. Der beliebte Seelauf soll auch im kommenden Jahr wieder angeboten werden. 60 Jahre Städtepartnerschaft. Dömen, Charville, Mersier. Grundlage der Städtepartnerschaft war vor 60 Jahren der Élysée-Vertrag.
der zwischen Deutschland und Frankreich 1963 geschlossen worden ist. An den Beginn der Städtefreundschaft erinnerte am Samstag im 1a das Partnerschaftskomitee Dülmen-Charleville-Mézières. Grundlage der Städtepartnerschaft war vor 60 Jahren der Élysée-Vertrag, der zwischen Deutschland und Frankreich im Januar 1963 geschlossen wurde. Was war das noch einmal genau, der Élysée-Vertrag? Carambolage hat diese Frage Passanten in Deutschland und in Frankreich gestellt. Hier die Antworten. Traité de l'Élysée? Noch nein. Oh la la. Da muss ich passen. Nein, je ne sais pas. Weiß ich nicht. Je sais pas. Keine Ahnung. Vielleicht zwischen Sarkozy und Merkel? Das ist Élysée-Vertrag, ist bestimmt 5, 6 Jahre alt. Ich würde sagen, das hat irgendwas mit. Entweder mit Schule, weil ich glaube, das Wort für Schule auf Französisch heißt Élysée. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges strebten viele Politiker und Gott sei Dank auch viele Bürger in Deutschland nach Freundschaft und Frieden zwischen den westeuropäischen Ländern. Vor allem der Ausgleich mit Frankreich stand im Mittelpunkt vieler Bemühungen. Und so entwickelten sich Städtepartnerschaften. Kernstück der Beziehungen der Städtepartnerschaft sind die gegenseitigen Schüleraustausche des Clemens-Brentano-Gymnasiums und der Hermann-Leser-Realschule mit ihren Partnerschulen in Charleville-Mézières. Außerdem gab es Partnerschaftsaktivitäten von Chören, Orchestern und anderen Vereinen aus den beiden Städten. Wir feiern heute den Tag der deutsch-französischen Freundschaft, weil vor 60 Jahren am 22. Januar 1963 der Élysée-Vertrag unterschrieben wurde. Und das ist ja die Grundlage gewesen für diese Städtefreundschaften, die dann entstanden sind. Wir haben unser Komitee 2014 gegründet. Und da ich keine Dülmnerin bin, weiß ich auch nicht so genau, was früher in den Anfängen alles so passiert ist. Was ganz sicherlich über viele Jahre überdauert hat, das war die Freundschaft der beiden Chöre und die Schüleraustausche. Wir haben jetzt als Komitee eine Reihe von Kulturveranstaltungen gemacht, Ausstellungen wechselseitig, eine Fotoausstellung vom Fotoclub in Frankreich, der zu uns gekommen ist und andersrum. Seit 2014 setzt sich das Partnerschaftskomitee besonders für den bürgerschaftlichen Kontakt mit Charleville-Mézières ein. Es bietet unter anderem regelmäßig Reisen in die französische Partnerstadt an. Auch in diesem Jahr ist wieder eine Fahrt zum internationalen Marionettenfestival geplant. Anmeldungen nimmt die Reiselounge in Dülmen entgegen. Also wir sind selber sehr froh über den großen Zuspruch hier und waren auch ein bisschen erstaunt, wie stark dieses Thema doch anzieht. In unserem Komitee sind wir derzeit 16 Mitglieder und können natürlich immer Zuwachs gebrauchen. Man kann aber auch, wenn man sagt, nein, man hat nicht die Zeit oder die Möglichkeiten mitzuarbeiten, gerne auch mit einer Mitgliedschaft einfach so unterstützen. Die Veranstaltung wurde musikalisch begleitet von der Pianistin Barbara Hanewinke. Die Organisatoren hoffen, durch die Jubiläumsveranstaltung weitere Dülmener Bürgerinnen und Bürger auf die Städtepartnerschaft aufmerksam gemacht zu haben und sie dafür zu interessieren. Tamina Kallert in Haltern. In der Stadtbücherei las Tamina Kallert Passagen aus ihrem Buch und dann kommt das Meer in Sicht. Wunderschöne Reisegeschichten vom Aufbrechen und Ankommen. Bis auf den letzten Platz besetzt, war am Donnerstag die Veranstaltung der Stadtbücherei Haltern mit der bekannten Journalistin und Fernsehmoderatorin Tamina Kallert. Eingeladen dazu hatte die Stadtbücherei Haltern in Zusammenarbeit mit dem Förderverein der Bücherei. Ja, Frau Kallert war kurz bevor Corona ausgebrochen ist ja schon mal zu Gast in Haltern und das hat ihr damals so gut gefallen. Damals war es in der Erlöserkirche, dass sie mir versprochen hatte, wenn sie noch mal in der Nähe ist, dann wird sie noch mal vorbeikommen. Und damals war das Interesse so groß, dass wir nicht allen Menschen Karten anbieten konnten und demnach war ich sehr dankbar, als die Agentin vor einem halben Jahr angerufen hat und gesagt hat, sie würde gern wieder nach Haltern am See kommen. Da haben wir beide sofort die Chance ergriffen. Wir wünschen uns natürlich, dass wir auch durch solche Veranstaltungen wie die mit Frau Kallert, noch mehr Leute sich für die Bücherei, für die Literatur interessieren und nach Möglichkeit
Mitglied unseres Vereins werden. Besonders durch die Sendereihe des WDR-Reisemagazins Wunderschön wurde sie über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt. In den verschiedenen Ausgaben bereiste Tamina Kallert mit einem Kamerateam viele Länder und stellte die Sehenswürdigkeiten vor. Mein Werdegang ist mittlerweile natürlich schon tatsächlich ein bisschen ein längerer. Ich bin in Freiburg im Breisgau aufgewachsen und bin dann zum Studieren erst in Freiburg und dann nach Köln gekommen. Und dann habe ich parallel zum Studium ein Praktikum beim WDR, beim Westdeutschen Rundfunk gemacht. Und da ging die Reise los sozusagen in auch schon Reporter-Tätigkeiten. Und dann irgendwann war ich dann vor der Kamera und dann habe ich parallel mein Studium der Geschichte und Anglistik auf Lehramt schön weitergemacht. Und immer wieder in den Semesterferien für den WDR gearbeitet und habe immer mehr, mit der Zeit dann doch immer mehr Fernsehen gemacht und mich dann irgendwann tatsächlich für den Reisejournalismus und den Journalismus und die Moderation entschieden. In der Stadtbücherei las Tamina Kallert Passagen aus ihrem Buch und dann kommt das Meer in Sicht. Wunderschöne Reisegeschichten vom Aufbrechen und Ankommen. Ja, das Reisen ist ja, gibt uns so ein schönes so eine schöne Erkenntnis, die Welt lässt einen sprachlos und dann macht sie einen zum Geschichtenerzähler oder zur Erzählerin. Und tatsächlich habe ich ja mittlerweile doch auch schon so viel Tolles erlebt, so viel großartige Menschen getroffen, so viel schöne Abenteuer erleben dürfen, dass ich gemerkt habe, ich möchte das gerne mit den Menschen teilen. Das tue ich natürlich in meinen Sendungen auch, aber im Buch kann man das nochmal auf eine andere Art. Da kann man reisen in Gedanken, da kann man mit mir nochmal auf eine andere Art die Welt entdecken und mich persönlich auch kennenlernen. Und viele Besucher waren gekommen, um Tamina Kallert persönlich kennenzulernen und mehr über lohnenswerte Reiseziele zu erfahren. Wenn sie in der Sendung ist, man merkt, wie sie sich über alles freut, wie schön sie die Welt empfindet und kann das gut übermitteln. Die ist authentisch. Und viele Dinge, die sie beschreibt, haben wir selbst schon erlebt. Alpenquerung und sonstige Dinge, dann sagen wir beiden immer, da waren wir schon, das haben wir auch gesehen. Und das ist dann schön, das nochmal zu sehen. Als nächstes plant Tamina Kallert eine Sendereihe mit dem bekannten Fernsehkoch Björn Freitag unter dem Motto Grenzenlos köstlich. Ausbau von Fahrradstraßen in Dülmen. Philipp Herzog vom Planungsbüro Kaulen aus Aachen stellte die Ergebnisse der Einigungsprüfung von Straßen im Bereich der Stadt Dülmen vor. Anhand der Übersichtsplänen einzelnen Straßen erklärte er, welche Straßen für eine Umgestaltung als Fahrradstraße geeignet sind. Zum Thema Fahrradstraßen in Dülmen hatte die Stadt Dülmen zu einem Gesprächsabend in die alte Sparkasse eingeladen. Nach der erfolgreichen Umgestaltung des Olfener Weges und der Sendener Straße als Fahrradstraße ging es jetzt um die Fortführung dieses Konzeptes an der Oberbergstraße und am Haverlandweg. Stadtbaurat Markus Mönter dankte den Besuchern für ihr Interesse und ihre Mitwirkung. Wir sind dabei, ein Fahrradstraßenkonzept erstellen zu lassen durch ein Planungsbüro. Wir haben schon mit dem Bau von Fahrradstraßen in Dülmen angefangen. 4 neue Fahrradstraßen sind entweder in Umsetzung oder schon umgesetzt worden. Eine weitere ist zur Förderung beantragt, die Friedrich-Ruin-Straße. Und das Fahrradstraßenkonzept, das soll uns jetzt weitere Informationen liefern, damit wir auch für weitere Maßnahmen in der Zukunft präpariert sind und weiterentwickeln können. Philipp Herzog vom Planungsbüro Kaulen aus Aachen stellte die Ergebnisse der Eignungsprüfung von Straßen im Bereich der Stadt Dülmen vor. Wir haben in den letzten Monaten intensiv hier gearbeitet, haben mit den Bürgerinnen und Bürgern und der Verwaltung ein Fahrradstraßennetz erarbeitet und das Ganze auch in den zurückliegenden Wochen vor Ort erhoben. Wir haben darauf aufbauend dann eine Eignungsprüfung durchgeführt und geschaut, welche Straßen, die in diesem Netz untergebracht sind, sich für die Ausweisung als Fahrradstraße in Zukunft eignen und haben dementsprechend auch Pläne und Steckbriefe erarbeitet, wo wir sehen, wie sieht der Bestand aus im Querschnitt, wie sieht die Planung aus im Querschnitt und welche Restriktionen gibt es aber auch. Das heißt, wo ist ruhender Kfz-Verkehr besonders betroffen, wo ist Linienbusverkehr betroffen von unseren Planungen und darauf aufbauend haben wir dann Empfehlungen abgegeben, wo in nächster Zeit dann die Umsetzung von Fahrradstraßen
machbar ist, problemlos machbar ist oder wo es noch weiteren Klärungsbedarf gibt. Anhand von Übersichtsplänen einzelner Straßen erklärte er, welche Straßen für eine Umgestaltung als Fahrradstraße geeignet sind. Bürgermeister Carsten Hövekamp freute sich über die rege Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger und bedankte sich für die Vorschläge und Anregungen. Genau dafür dient ja der Termin heute, dass wir die Ergebnisse vorstellen können oder den nächsten Zwischenstand vorstellen können. Von daher herzlich willkommen heute Abend und wünsche uns allen guten Austausch. Im Anschluss an die Vorstellung der geplanten Maßnahmen hatten Anwohner und Bürger die Gelegenheit, sich zur Umgestaltung zu äußern. Sebastian Löbbering hat die Diskussion über die geplanten Maßnahmen mit Interesse verfolgt. Und über 300 Bürgerinnen und Bürger haben daran teilgenommen, sehr rege Beteiligung also. Das Thema liegt den Leuten am Herzen, sicherer Fahrrad fahren zu können in Dülmen und gleichzeitig was fürs Klima zu tun, ist ein wichtiges Thema. Das Büro hat gute Arbeit geleistet, soweit ich das einschätzen kann. Es kam uns sehr seriös vor. Es waren viele konkrete Beispiele auch, wie die Situation in Dülmen verbessert werden kann. Also stehen ja jetzt weitere Fahrradstraßen an im Haverlandweg. Und von daher werden die Ergebnisse, die wir jetzt erzielt haben, natürlich politisch diskutiert und dann eine Marschroute für die nächsten Jahre festgelegt. Realschüler gedenken früher jüdischer Mitbürger. An der Alexander-Lebenstein-Realschule in Haltern am See fanden wieder vor dem Waggon eine Gedenkveranstaltung zu dem Thema jüdischer Mitbürger statt. Schulleiter Frank Krämer wies auf die Bedeutung der Gedenkveranstaltung hin. Außerdem wurde eine Säule über jüdisches Leben in Haltern enthüllt. Am Freitag, den 27. Januar 2023, gedachte die Alexander-Lebenstein-Realschule wieder der Opfer des Nationalsozialismus. Die Veranstaltung begann mit einem Gottesdienst in der Aula. Dann formierten sich die Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen zu einem Gedenkmarsch durch die Halterner Innenstadt. Dabei trugen sie Schilder und Fotografien ehemaliger jüdischer Mitbürger mit sich. Das läuft schon seit 2002, meine ich. Hat damals begonnen, als die SV der Realschule zusammen damals mit dem Kollegen Freitag in die Aktion Schule gegen Rassismus, Schule mit Courage eingestiegen ist und dann auch in diesem Zusammenhang der Waggon hier etabliert wurde und aufgestellt wurde und Alexander Lebenstein sich freundlicherweise bereit erklärt hat, hier als Pate zu fungieren. Und werden dann jetzt gleich zu einem Marsch durch die Innenstadt gehen, bei dem die Schüler auch Schilder mit Holocaust-Opfern mittragen. Wir suchen hier Erinnerungsorte auf an den Stolpersteinen und den jüdischen Friedhof, um dort an die jüdische Gemeinde hier in Haltern zu erinnern. Im Anschluss fand vor dem Waggon eine Gedenkveranstaltung statt. Schulleiter Frank Krämer wies auf die Bedeutung der Gedenkveranstaltung hin. Es ist gerade die Bedeutung des Erinnerns für uns heute, für unsere heutige Zeit, die einen Tag wie heute unverzichtbar erscheinen lässt. Wie Imre Kertész, ein Auschwitz-Überlebende, es einmal formuliert hat, im Holocaust ist, wie er es ausdrückt, das vor dem Unvorstellbare passiert. Es ist und bleibt unfassbar, wie der Mensch sich jeglicher Menschlichkeit entledigt hat und zur Bestie wurde. Der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit sprach er für die Säule zum jüdischen Leben in Haltern seinen Dank aus. Ich bin der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit Recklinghausen sehr dankbar für die Erstellung dieser Säule und auch dafür, dass wir sie nun leihweise einige Zeit in der Schule ausstellen dürfen, bevor sie dann an die Stadt Haltern geht und doch dann das Erinnern an das jüdische Leben in Haltern unterstützen wird. Bürgermeister Andreas Stegemann dankte den Schülern für ihre Bereitschaft, an der Gedenkveranstaltung teilzunehmen und mitzuwirken. Ihr habt euch auf den Weg gemacht heute, ihr seid mitgegangen, einen Gang durch unsere Stadt, wo wir alle Mitbürger dieser Stadt gelebt und gewohnt haben. Ihr habt sie mitgetragen hier, mit den Gesichtern. Das sind keine Floskeln, das sind keine leeren Phrasen, sondern das sind konkrete Leute, die in dieser Stadt gelebt haben. Die Veranstaltung, die wir hier durchführen,
auch beim letzten Mal, im letzten Jahr. Die leben auch davon, dass ihr als Schüler euch da engagiert. Von allen Schulen haben Schüler dort teilgenommen, haben Beiträge geliefert. Begleitet wurde die Veranstaltung mit jüdischen Liedern und Texten aus dem Konzentrationslager. Vorgetragen durch Schülerinnen und Schüler der Realschule. Jetzt, wenn ich Ihnen begegne, was doch in so einer kleinen Stadt nicht so umgehen ist, dann sehen Sie schnell zur Seite. Mir ins Gesicht zu fixen ohne Gruß, das hat nur eine fertig gemacht. Zwar interessanterweise die, der ich vor Jahren einen solchen Dienst leistete, dass sie mir den Tränen nah versicherte, sie würde das mit mir nie vergessen. Im Anschluss an die Gedenkveranstaltung bestand in der Aula die Möglichkeit, die von Schülerinnen und Schülern erstellte Ausstellung zu besichtigen. Das sind jetzt hier die Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen. Das sind über den Daumen 140 Schülerinnen und Schüler. Jede Klasse hat sich mit unterschiedlichen Themen beschäftigt. Es gab also eine Gruppe, die sich zum Beispiel mit dem Schicksal der Sinti und Roma beschäftigt hat. Es gab eine Gruppe, die sich mit der Verfolgung von Homosexuellen beschäftigt hat oder mit den Euthanasie-Programmen. Und aus jeder Klasse heraus sind Lernplakate erstellt worden und die befinden sich jetzt in der Aula auf Stellwänden und dann können jeweils die Klassen, die ein bestimmtes Thema hatten, den übrigen Klassen, die ja zu anderen Themen gearbeitet haben, ihre Ergebnisse vorstellen. Gegen das Vergessen wollen die Verantwortlichen auch im nächsten Jahr wieder eine Gedenkveranstaltung planen und durchführen. IDO Unternehmen Ehrung 2022 in Dülmen. Etliche Mitglieder der Interessengemeinschaft Dülmener Unternehmen waren zum Neujahrsempfang und zur Unternehmensehrung 2022 gekommen. Der Newcomer des Jahres 2022 und der Unternehmer des Jahres 2022 wurden bekannt gegeben. Viele Mitglieder der Interessengemeinschaft Dülmener Unternehmen hatten es sich nicht nehmen lassen, am Neujahrsempfang und zur Unternehmerehrung 2022 teilzunehmen. Vorsitzender Klaus Göckener begrüßte die Gäste. Nach zwei Jahren vielen Herausforderungen können wir dieses Jahr wieder wie gewohnt in der Zeit im Januar genießen, was wir sonst halt nicht konnten aufgrund der Pandemie. Daher sind wir froh, den Jahresanfang auch in diesem Jahr im Januar starten zu können. Es gibt natürlich Betriebe, die eine sehr, sehr gute Auftragslage hatten bis zur Energiekrise oder Materialmangel aufgrund des Ukraine-Krieges. Und dann gibt es natürlich Betriebe, die natürlich aufgrund der Corona-Pandemie sehr gelitten haben und auch Kurzarbeit hatten, wie mein Betrieb selber auch. Und deswegen sind da zwei Parts und jetzt müssen wir mal gucken, was die Zukunft so bringt. Aber ich sage immer, ich bin ein positiv eingestellter Mensch und ich sehe das auch optimistisch in die Zukunft. Gerade wir hier im Münsterland sind da, glaube ich, noch ganz gut unterwegs und ich sehe das eigentlich ganz positiv. Bürgermeister Carsten Hövekamp dankte der IDU für die Einladung. Mit Blick auf die derzeitige Lage sei das Führen eines Unternehmens schwieriger geworden. Auch wir spüren hier vor Ort mittelbar die Folgen des Ukraine-Krieges durch gestiegene Lebensmittelpreise, Energiekosten und so weiter. Aber auch im täglichen Alltag merken wir, wie viele Menschen aus der Ukraine zu uns geflüchtet sind und hier Obdach gefunden haben. Vorstandsmitglied Harald Wehmeier stellte den von der Jury ermittelten Newcomer 2022 vor. Ein Video vermittelte einen Eindruck vom Unternehmen. Uwe Salbert und Franziska Schulte nahmen die begehrte Statue entgegen. Die Nominierung war eine riesen Überraschung kurz vor Weihnachten und dass wir dann auch gewonnen haben, hat uns richtig gefreut einfach. Also ist einfach gerade mega stolz. 2021 im Sommer gab es nochmal einen Aufruf und da haben wir uns letztendlich zu fünf zusammengefunden und haben uns an die Planung und Gründung des Unverpacktladens gemacht, der dann letzten Endes im Mai 2022 eröffnet wurde. Ja, und jetzt seit knapp 8 Monaten besteht. Für die Auszeichnung zum Unternehmer des Jahres 2022 habe es 37 Nominierungen gegeben, so Klaus Göckener. Die Kriterien seien anspruchsvoll. Es ist eine Jury-Sitzung und die Jury befasst sich neutral mit den Unterlagen und daraus wird dann ausgewertet, wer Unternehmerin oder Unternehmer des Jahres wird. Das ist ganz breit gefächert, sodass auch kleine Unternehmen den Preis gewinnen können und nicht nur große Konzerne oder große Industrieunternehmen. Da geht es um Mitarbeiterzahl, Mitarbeiterführung, Frauenquote, Umweltschutz, alternative Energien etc. pp. Das sind alles so Kriterienpunkte, die dort aufgeführt werden und dementsprechend dann von den Unternehmerinnen und Unternehmern auszufüllen sind. Als Unternehmer des Jahres wurde der Pflegedienst Jürgen Steinberg nominiert. Ein Video stellt den Alltag in der Pflege vor.
Ich möchte mich, also ich, der Preis ist ja ein Unternehmerpreis, aber ohne die Mitarbeiter gäbe es diesen Unternehmerpreis gar nicht. Und ich möchte mich an dieser Stelle bedanken bei Patricia, bei Karin, bei Susanne, bei Margit und bei Ruth. Das sind die Mitarbeiter, die seit heute Morgen 6 Uhr durch Dürm fahren und unsere Kunden versorgen, die kranken Menschen in Dürm mit Pflege versorgen. Und stellvertretend für die Mitarbeiter bzw. für mein Organisationsteam möchte ich mich bedanken bei Andrea, bei Christian und bei Tine. Ohne die würde ich hier nicht stehen. Weil anschließend wurde die begehrte Statue an Jürgen Steinberg übergeben. Jedenfalls, was mich bewegt hat, diesen Job zu machen, ist einfach, dass man anderen Menschen hilft und dass man auch viel zurückbekommt. Viel Menschlichkeit, und das ist eigentlich das, was den Pflegeberuf ausmacht. Nicht das, was man immer so sich vorstellt, vor allen Dingen die jungen Menschen mit Ascherputzen und sowas. Leute, das ist nur ein Image, das ist nicht das, was es wirklich ist. Die Unternehmerehrung 2022 war wieder ein voller Erfolg. Die Verantwortlichen hoffen, die Ehrung jetzt wieder regelmäßig im Januar durchführen zu können. Umfrage zum Stadtgeburtstag. Ein weiterer unrunder Stadtgeburtstag steht vor der Tür. Und das am 3. Februar. Doch der wievielte Stadtgeburtstag ist es eigentlich? Wir fragen nach. Die Stadt Haltern kann wieder feiern. Ein weiterer unrunder Stadtgeburtstag steht vor der Tür. Und das am 3. Februar. Doch der wievielte Stadtgeburtstag ist das? Wir fragten in der Innenstadt nach. Wie alt wird Haltern? Was meinen Sie? 208 Jahre, 48 oder 734? 208. 734. Weil letztes ich auf Jahr 700 Jahrfeier geritten, genau, bin im Umzug. Deswegen weiß ich ja, das. Ja, die Römer waren ja auch hier, also ja, dann der Älteste. 734. 734. Ich werde 734 Jahre alt. Klasse. Nochmal vor? Also entweder 208. Geburtstag, der 48. oder der 734. 734. Genau. 734. 1989 hatten wir 700 Jahrfeier. Ah, ja. 734. Genau. Stadt Haltern? Ja. Garantiert das längste. Na, das war gar nicht so schwer. Aus welchem Grund Stadtgeburtstag gefeiert wird, das wussten nur wenige. Aus welchem Grund wird der Stadtgeburtstag begangen? Wegen des Rechts aus dem Mittelalter, dass sie mit einer Stadtmauer zu befestigen? Oder wegen der Verleihung von Selbstverwaltungsrechten durch den preußischen König? Denke ich mal das Zweite. Das Zweite. Es gibt ja noch Teile davon, oder wie in Siebenteufelsdorf, genau, oder so. Ne? Das ist auch dieser Stadtgeburtstag, aus welchem Grund gibt es den? Wegen der Verleihung von Selbstverwaltungsrechten oder wegen des Rechts aus dem Mittelalter, sich mit einer Stadtmauer zu befestigen? Oh, ich will das Zweite sagen. Richtig war die Antwort 3, wegen des Rechtes aus dem Mittelalter, sich mit einer Stadtmauer zu befestigen. Das Wappen der Stadt Haltern, oft gesehen, doch nicht alle haben sich Gedanken gemacht, was es darstellt. Und da waren von der Feuerwehr Leute da, die konnten mir da keine Auskunft geben. Und dann habe ich aber hinterher irgendwie mit einer Schlange oder... Ich denke, ja, das ist ja einfach Halfter. Ja, das ist so ein Pferdehalfter. Ja, genau, so ähnlich nennt man das, ja, genau. Das älteste Gebäude in Haltern war auch nicht schwierig zu erraten, oder? So ein kleiner Marktplatz hinten, wo das älteste Gebäude steht, dieses kleine Fachwerkhaus am Gänsemarkt. Heißt der nicht Gänsemarkt? Nein, da? Teufelsturm würde ich jetzt auch sagen. Siebenteufelsturm. Siebenteufelsturm? Genau, richtig. Ja, ja, ja. Etliche Halterner kannten sich aus. Sie lagen mit ihren Antworten sofort richtig. Und richtige Antworten wurden belohnt. Das Tütchen Gummibären kam an. Neue Kinderunireihe in Dülm. Zunächst sind zwei Veranstaltungen geplant. Die im April und Mai wieder im Forum des AVD-Gymnasiums stattfinden sollen. Dafür konnten wieder bekannte Professoren aus den Themenbereichen geologische Plantologie und die klassische Archäologie gewonnen werden. In Jahren Corona-Pause sollen in diesem Jahr wieder Kinder-Uni-Tage stattfinden.
Das haben jetzt Jutta Rutenbeck, Schulleitung des Annette von Droste-Hülshoff-Gymnasiums, Herbert Würstmann, akademischer Direktor AD der Universität Münster und Sponsor Marc Bednarer, Verleger der Dürmener Zeitung, vereinbart. Marc Bednarer kann sich noch an den Beginn der Kinderuni in Dülmen erinnern. Der damalige Rektor des CDG, Herr Vogt, mich angerufen, den ich auch privat kenne, und hatte gesagt, er hätte da eine Idee, ob ich davon schon mal was gehört hätte. Aber ich sagte, auf jeden Fall, ist eine super Sache, wir sind sofort dabei, weil was gibt es besser, als junge Menschen zu fördern, hilft uns allen ja nur weiter. Zunächst sind zwei Veranstaltungen geplant, die im April und Mai wieder im Forum des Annette von Droste-Hülshoff-Gymnasiums stattfinden sollen. Sind wir vorsichtig und wollen mit zwei Veranstaltungen beginnen. Das sind sozusagen Versuchsveranstaltungen. Wenn es gut läuft und im Herbst die Verhältnisse für uns günstig sind, dann wollen wir gerne wieder, wie in früheren Jahren, ich nenne das immer Phase 1, jetzt Phase 2, mit vier Veranstaltungen hier in Dülmen, also wieder einsteigen. Ich finde das fantastisch von der Reaktion der Schüler, von der Betreuung durch die Dülmener Zeitung und von der Reaktion auch der Kolleginnen und Kollegen, die alle sagen, wann machen wir wieder Kinderuni? Für die Veranstaltungen konnten wieder bekannte Professoren aus den Themenbereichen geologische Planetologie und klassische Archäologie gewonnen werden. Die beiden Namen des diesjährigen Durchgangs sind Herr Dr. Helge Nieswand, Chef des Archäologischen Museums und Kustos dort und langjähriger Fachvertreter, der also als Beispiel gerade für das Archäologische Museum der Universität Münster 1400 römische Münzen, alle in Sizilien geborgen. Der zweite ist ein anerkannter, international anerkannter Mondforscher, aber nicht nur Mond, sondern auch Mars- und Merkurforscher, der also bei der letzten oder ersten Merkur-Mission die Kamera gebaut hat für den Satelliten. Alle Kinder aus dem dritten und vierten Schuljahr der Grundschule und dem fünften und sechsten Schuljahr der weiterführenden Schule können sich in Kürze an der Infothek der Dülmener Zeitung anmelden. Nähere Informationen sind bei der Dülmener Zeitung erhältlich. Der Eintritt kostet 1 Euro. Kneipenrundgang Marathon in Dülmen vorgestellt. Symbolisch für die Tradition, Speis und Trank in Europa, aber auch in Asien, erwartet die Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Marathons ausgewählte Köstlichkeiten aus verschiedenen Ländern. Marathon kennt man. Aber in Dülmen soll es jetzt einen Marathon geben. Was das ist, erfuhren wir jetzt in der Reiselounge Europa in Dülmen. Inhaber Stefan Bücker stellte bei einem Pressetermin das neue Konzept vor. Ja, die Weihnachtszeit hat uns irgendwo wieder auch unterstrichen, dass es wichtig, dass Leben in der Stadt ist, dass Leute in die Stadt kommen, dass Leute sich hier in der Stadt wohlfühlen. Und da ist die Gastronomie natürlich ein unheimlicher Punkt, ein Anziehungspunkt auch, weil wir auch für den Tourismus zuständig sind, also dass wir Touristen reinholen, die hier Fahrradtouren machen, haben wir überlegt, wenn wir hier Gäste haben, die von Schloss zu Schloss fahren, die können wir vielleicht auch mal hier von Bar zu Bar treiben. Viel laufen müssen die Teilnehmer des Marathon allerdings nicht, stellte Stefan Bücker bei der Vorstellung des gastronomischen Mini-Marathons durch Dülmen fest. Sie können einmal dann im Internet oder auf Flyern sehen, wann bieten wir Termine an. Es geht also um einen sogenannten Marathon. Ein Marathon ist nichts anderes als ein Mini-Marathon. Also keine Sorge, man muss nicht so viel laufen, aber ist im Prinzip ein Mini-Marathon von Bar zu Bar mit bestimmten Barerlebnissen. Symbolisch für die Tradition von Speis und Trank in Europa, aber auch in Asien, erwartet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ausgewählte Köstlichkeiten aus verschiedenen Ländern. Ja, man startet hier, wo wir sitzen, in Westfalen. Das heißt also, hier gibt es ein westfälisches Getränk. Es kann was Hochprozentiges sein, es kann aber auch etwas Alkoholfreies sein. Es gibt dann eine Kostprobe eines typisch westfälischen Gerichtes. Von hier aus setzt sich die Reise dann fort. Wir fahren zunächst mal Richtung Süden. Das geht dann also nach Bayern.
Es gibt bayerisches Bier und es gibt dazu Laugenbrezel oder was auch immer. Ja, wir hatten gerade das Flair 2 Monate erst übernommen und gesagt, okay, das hört sich gut an und da sind wir natürlich dabei. Ja, gerade eben, weil neuer Laden, der über Jahre ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, einfach wieder mal nach vorne zu bringen, einfach mal zu zeigen, dass es uns noch gibt. Wir sind einer der wenigen Gaststätten, die Oberdorfer Helles vom Fass haben. Das hat sich hier sehr gut durchgesetzt, das wollen wir auch nochmal verbreitern. Und geben dazu natürlich passend eine Brezel oder ein Laugengebäck. So, und dann geht das weiter über einen Brenner. Über einen Brenner kommen wir zum Italiener. Beim Italiener darf natürlich Wein nicht fehlen, eventuell Käse dazu, Schinken dazu. Muss sich dann derjenige, der es anbietet, dann überlegen. Dann setzen wir uns in Italien in einen Flieger und fliegen nach Asien. Dann sind wir beim Bock auf Wok und beim Bock auf Bar. Und da gibt es dann einen Cocktail und dazu etwas Fingerfood eben aus dem Bock. Die Essentermine und der Preis pro Person stehen schon fest. Stefan Bücker und die teilnehmenden Gastronomieunternehmen hoffen auf eine gute Resonanz für dieses neue Angebot. Diese festen Termine sind immer mittwochs und donnerstags. Meistens am ersten Mittwoch, am dritten Mittwoch und am dritten Donnerstag. Das Ganze kostet 28 Euro pro Person und da sind halt die 4 Getränke drin, 4-mal eine Kostprobe zu essen und Unterhaltung durch denjenigen, der es leitet. Und wie ich in Schloss Siethen eröffnet. In wochenlanger Arbeit mit Unterstützung vom schweren Gerät wurde der vorhandene Sandweg jetzt auch für Menschen mit Handicap begehbar gemacht. Und wurde eröffnet. Grund zur Freude gab es jetzt am Schloss Siethen. Bei sonnigem Winterwetter machten Bürgermeister Andreas Stegemann, die erste Vorsitzende des Fördervereins Schloss Siethen, Christine Henning, und der zweite Vorsitzende Robert Hüser den Weg frei für den neuen Rundweg um die Kapelle. Also den Rundweg selbst haben wir jetzt nicht neu geschaffen, den gab es vorher. Das war im Grunde aber nicht mehr als ein Trampelpfad. Das heißt, er war an einigen Stellen war sehr uneben durch die Wurzeln der Bäume. An anderen Stellen war er sehr matschig und kaum passierbar bei schlechtem Wetter. Und deswegen haben wir überlegt, diesen Rundweg zu erneuern. Haben dann auch Fördermittel dafür beantragt, die wir dann auch von der LAG bekommen haben. Und konnten dann mit dieser Unterstützung diesen Rundweg auch tatsächlich verwirklichen. In wochenlanger Arbeit mit Unterstützung von schwerem Gerät wurde der vorhandene Sandweg entsprechend ausgekoffert und auch für Menschen mit Handicap begehbar gemacht. Natürlich alles in Absprache mit dem Denkmalamt. Ja, wir haben ja insbesondere bei dem Krippenweg immer die Probleme gehabt, dass der Rundweg, den wir am Taubenteich entlang haben, der ungefähr so 250 Meter lang ist, dass er doch durch den Taubenteich, durch den Wasserstand ziemlich verschlammt und nicht gut begehbar war. Und deshalb ist die Idee entstanden, den zu befestigen, damit auch Rollstuhlfahrern und Leuten, denen es etwas schwerer fällt, da vernünftig drüber herlaufen zu können. Dazu haben wir damals den Patrick Wessel gewonnen, der praktisch den Rundweg oder die Maschinen bereitgestellt und die Arbeiten ausgeführt hat. Das Problem war, dass das Denkmalamt eingeschaltet werden musste, das Bodendenkmalamt. Es ging darum, sicherzustellen, dass wenn der vorhandene Weg ausgekoffert wird, ungefähr so 20 bis 30 Zentimeter, dass auf keinen Fall irgendwelche historischen Funde übersehen werden. Ein weiteres Ziel war die Aufstellung von professionellen Schildern als Hinweis auf die geschichtliche Vergangenheit von Schloss Siethen. Eigentlich war unsere ursprüngliche Idee, den Rundweg mit professionellen Schildern zu beschildern, weil wir immer wieder mitbekommen haben, dass unsere Besucher sich sehr dafür interessieren, auch für die Geschichte von Haus Siethen. Und daraus ist dann später im Laufe der Gespräche dann die Idee entstanden, warum machen wir nicht einen Rundweg? Was auch schön ist, dass wir diese Beschilderung jetzt aufgestellt haben. Die war ja damals provisorisch gemacht worden, auf Idee von Bärbel Fahrweg. Man sieht, wenn wir hier unsere Einsätze montags und donnerstags nachmittags haben, sobald das Tor aufgeht, kommen ja Leute und gucken hier im Schloss. Und man sieht, dass die Leute sehr interessiert, die Historie des Schlosses auf den Schildern, auf den alten Schildern und jetzt natürlich auch auf den neuen Schildern verfolgen. Ne?
Nach der Freigabe lud Bürgermeister Andreas Stegemann zu einem Rundgang rund um die Kapelle ein. Also ich komme ja immer gerne zum Schloss Sieten, weil dann meistens ein schöner Anlass damit verbunden ist. Und wir haben jetzt hier nochmal wieder eine neue Attraktion sozusagen. Dieser Rundweg, der gibt Einblicke in die Historie auch nochmal des Ortes. Also man kann auf verschiedenen Tafeln lesen, die Geschichte des Hauses Sieten, wie das hier entstanden ist, auch ich sag mal, der Niedergang des Herrenhauses und die heutige vorhandene Baustruktur, und die kann man auf diesen Informationstafeln, kann man die entnehmen und diesen Rundgang dann eben bei schönem Wetter wie heute mit Sonnenschein dann auch genießen. Ab dem 6. März ist das Schloss während der Grundstückspflege des Fördervereins für Besucher zugänglich. Ab Ostern wird das Schloss auch wieder sonntags geöffnet sein. Genau. Rotary Benefiz Quiz in Dülmen. Radiomoderator Andreas Kramer und Martina Koch führten durch das Programm des Rotary Benefiz Quiz abends in der Aula des Schulzentrums. Zum zweiten Mal hatten die Rotary Clubs aus Dülmen und Lüdinghausen zu einem Quizabend in die Aula des Schulzentrums in Dülmen eingeladen. Im Mittelpunkt stand die Unterstützung örtlicher Vereine aus Dülmen und Lüdinghausen. Musikalisch begleitet wurde die Veranstaltung durch die Big Band Golden Wings. Wir haben heute Abend die zweite Auflage unserer Benefits Show. Es ist hier eine Show, bei der 6 Vereine, 3 aus dem Bereich Dülmen, 3 aus dem Bereich Lüdinghausen, denn wir veranstalten diese Show jetzt das zweite Mal zusammen mit dem Rotary Club Lüdinghausen. 3 aus Dülmen, das sind in diesem Jahr die Vereine St. Georg, Pfadfinder, dann DLRG und die Otternasen aus Meerfeld, die ja auch vielen durch ihre ehrenamtliche Tätigkeit bekannt sind. Und Sinn und Zweck dieser Übung ist es, neben kurzweiligen Abendveranstaltungen auch für diese jeweiligen Vereine eine Spende, eine Unterstützung zu generieren, die durch Quiz und Beantwortung der entsprechenden Fragen an dem heutigen Abend von den jeweiligen Vereinen nochmal aufgestockt werden kann. Radiomoderator Andreas Kramer und Martina Koch führten durch das Programm. Im ersten Durchgang des Abends trat das Team der DLRG Dülmen gegen das Team der Jugendfeuerwehr aus Lüdinghausen an. Unser erster Vorsitzender hat die Einladung von dem Rotaria Club gekriegt, dass wir ausgewählt worden sind, hier heute teilzunehmen. Und wir haben uns natürlich total über die Einladung gefreut und finden es super, dass wir jetzt daran teilnehmen dürfen. Wir wissen nur, dass es spannende Quizfragen geben soll und eine Saalwette, die aber scheinbar noch Überraschung ist. Mal schauen, was uns erwartet. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Wir sind völlig unvoreingenommen einfach dahin gekommen. Lass uns überraschen, was uns erwartet. Und einfach einen schönen gemeinsamen Abend zu haben mit vielen netten Gesprächen und neue Leute kennenlernen. Zuerst mussten bekannte Songs aus der Musikszene erraten werden. Der Buzzer kam zum Einsatz. Schnelligkeit war gefragt. Denn das siegreiche Team wurde mit einem Geldpreis belohnt. Habe ich gehört? Ist richtig. Ja. Jetzt war die DRW schneller. Aloha. Ja. Absolut. Super. Nun, das Geld kommt zum einen natürlich von den beiden Rotary Clubs, die das garantieren, dass dieses Geld auch zur Verfügung gestellt wird. Es sind die 700 Euro für jeden Verein, die sicher sind und die durch Gewinne im Rahmen der Quizshow aufgestockt werden können. Und dann gehen natürlich auch die Eintrittsgelder, das, was heute Abend noch an Getränken und Speisen verkauft wird, und der Gewinn, der Überschuss daraus geht komplett auch in die Unterstützung dieser Vereine. Ich habe die große Ehre, gemeinsam mit dem Andreas Kramer die Moderation zu übernehmen. Ich darf durch den Abend geleiten und ich hatte auch schon die Freude, dass ich in der Vorbereitung unterstützen durfte, dass wir also im Orga-Team uns die Spiele überlegt haben, die Rätsel ausgetüftelt haben, die Initiativen eingeladen und natürlich auch vorbereitet haben, sodass das heute ein grandioser Abend wird. Im weiteren Verlauf des Abends traten dann noch andere Vereine aus Dülmen und Lüdinghausen gegeneinander an. Station für Carsharing eröffnet. An der Bischof-Kaiser-Straße wurden jetzt weitere Carsharing-Stationen der Firma Stadtteil Auto
eröffnet. Eine weitere Carsharing-Station wurde jetzt in Dülmen an der Bischof-Kaiser-Straße eröffnet. Zwei Mitarbeitende von der Firma Stadtteil Auto aus Münster präsentierten das neue Fahrzeug und den dazu angemieteten Stellplatz. Wir eröffnen heute die Station hier in Dülmen. Man muss sagen, wir sind hier schon lange in der Planung gewesen und jetzt final nach relativ langer Zeit sind wir jetzt endlich dazu gekommen, hier unser Fahrzeug aufzustellen. Genau, das ist hier in der Verbindung mit dem Bauträger hier direkt vor Ort, wurde das alles ausgehandelt. Wir haben ja zwei Fahrzeuge bereits in Dülmen stehen und die werden tatsächlich sehr gut genutzt. Ein Fahrzeug steht hier erstmal. Perspektive ist natürlich immer, dass man ausbaut auf zwei Fahrzeuge, gerne dann auch elektrisch, aber das wird man dann sehen. Kurzentschlossene können bis zu 15 Minuten vorher ein Fahrzeug reservieren, so Lennart Topp. Allerdings muss die Fahrgenehmigung der Fahrerin oder des Fahrers bei der Firma Stadtteil Auto vorliegen. Da haben wir auch zwei Möglichkeiten. Also die Anmeldung erfolgt in den meisten Fällen online. Die Verifizierung des Führerscheins geschieht entweder bei uns in Münster in einem Stadtbüro. Da ist tatsächlich jemand auch persönlich bei allen möglichen Fragen erreichbar. Und dann ist es relativ simpel, also Sie reservieren. Sie können bis zu einer Viertelstunde vorher reservieren. Das System zeigt dann auch an, ob das Fahrzeug überhaupt frei ist, wie lange es frei ist. Wir halten einfach die Karte vor das Lesefeld. Dann hört man schon geöffnet. Genau, wir hören, es öffnet, das grüne Lämpchen leuchtet. Mhm. Und hier drin befindet sich dieses kleine Gerät mit angehängten Schlüssel. Wir müssen jetzt hier die Geheimzahl eingeben. Das heißt, wir würden den Schlüssel natürlich auch theoretisch abknibbeln können, ohne eine Geheimzahl eingeben, aber das Fahrzeug wird nicht starten. Ich gebe jetzt mal eben meine Geheimzahl ein. Und dann sagt das Gerät schon, wir können den Schlüssel entnehmen und können unsere Fahrt somit auch direkt starten. Die Mietkosten sind nach Fahrzeugtyp und Fahrzeit gestaffelt. So betragen die Kosten für einen Opel Astra und eine Nutzung von 8 Stunden zum Beispiel 36 Euro. Die Spritkosten sind im Mietpreis enthalten. Und dann hat man einmal den Zeittarif, das heißt, wie lange wollen Sie das Fahrzeug nutzen, und einen Kilometertarif. Versicherung ist alles mit drin? Ja, genau, alles mit drin. Versicherung ist mit drin, Kfz-Steuer natürlich auch. Genauso wie die Betankungskosten, die sind auch mit drin. Das heißt, in jedem Fahrzeug befindet sich eine Tankkarte, die genutzt werden kann, sollte das Fahrzeug mal leer sein. Und dann kann auf unsere Kosten sozusagen getankt werden. Die Firma Stadtteil Auto will einen zweiten Stellplatz für ein Elektrofahrzeug vorbereiten. Die Verantwortlichen hoffen, dass diese neue Carsharing-Station genauso viel genutzt wird wie die anderen in der Stadt Dülmen. Das war's für heute. Ich wünsche Ihnen jetzt noch eine schöne Zeit, was Sie auch jetzt gerade machen. Und wir sehen uns wieder im März nächsten Monat. Ich bin Henrik Schulz, ich verabschiede mich von Ihnen